sein. Aber du musst jetzt leider raus aus dem Bild. Da ist Juna. Da. Und Papa. Ach, da ist ja noch einer. Ja, ich bin auch noch da. Hallo. 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 Nach langer, langer Zeit sind wir wieder da und es ist Freitag. Das heißt, es ist nach 3 Monaten oder so mal wieder Zeit für einen Fragenfreitag. Ihr durftet auf Instagram eure Fragen stellen und wir haben jetzt als erstes so ein allgemeines Fragenvideo, damit ihr wieder up to date seid, damit ihr erstmal einfach wieder einen Überblick habt über uns, unsere Situation und damit wir mal wieder reinkommen können. Genau. Und die nächsten Fragenfreitage sind dann wieder themenspezialisiert. Auf jeden Fall Beikost von Juna und Schlafverhalten, also Familienbett und sowas. Alles mal geupdatet. Was sind eure Lieblingsbeschäftigungen? Unsere? Basteln mag ich ganz, ganz, ganz gerne. Und mache ich zurzeit auch wieder viel. Ja. Filme schauen, Serien schauen, Dokumentationen schauen, Hörbücher hören, ein bisschen lesen, ja. Was fehlt im Lesen, im Leben? Im Lesen? Was fehlt im Leben? Also was fehlt uns im Leben? Ach, nix. Jetzt gerade so. Also ich glaube nicht materiell, sondern fehlt dir Ruhe oder so. Ach so, ja, das ist eine gute Frage. Also klar. So ein bisschen die Kontinuität. Ja, danke. So einfach so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist zurzeit richtig krass chaotisch bei uns. Was fehlt mir? Auch so eine gewisse Planbarkeit irgendwie. Ja, aber das kommt jetzt auch ein bisschen wieder. Ja. Weil, da kommen wir auch gleich in einer anderen Frage nochmal dazu. Ich habe endlich mein Kolloquium bestanden, meine Bachelorarbeit bestanden. Das heißt, ich warte jetzt nur noch auf eine Prüfungsnote, dann bin ich endlich durch mit meinem Studium. Also man hat jetzt nicht mehr immer im Hinterkopf, dass man irgendwie noch abends was schreiben muss und irgendwas fertig machen muss und so, sondern das ist jetzt so durch und weißt du, jetzt komme ich von der Arbeit und bin halt fertig. Und ich glaube, das hilft uns jetzt auch wieder, so eine richtige Struktur irgendwie in unseren Alltag zu bringen. Struktur fehlt quasi. Ja. Ja. Wow, was hast du da? Genau, das fehlt also. Nächste Frage. Wie reagiert ihr, wenn jemand nicht glaubt, dass es eure Kinder sind? Also das hat man schon öfters. Zum Beispiel beim Fotoshooting im Kindergarten, wo halt eine Fotografin da war und wir kommen mit unseren beiden Kindern und sagen, so, jetzt würden wir gerne ein Foto machen. Und sie sagt so, wir hätten ja Geschwisterfotos, weil wir Juna mit hatten. Ja. Und alle haben halt Geschwisterfotos machen lassen. Und dann so, ach so, sie sind alle 4 Geschwister? Nee. Aber, also es ist ja kein Problem. Also wir nehmen das eigentlich nie jemandem übel. Ach, um Himmels Willen. Wir sehen das eher mit Humor. Ja, also alles gut. Ja. Nächste Frage. Seid ihr auch mal genervt? Weil in dem Video sieht es wahrscheinlich immer so aus, als ob wir das nicht wären. Um Himmels Willen. Natürlich sind wir genervt. Wir sind ganz oft genervt. Gerade wenn Emil seine Eigenheiten hat oder wenn Juna gerade mal meckert und man weiß nicht, woher sie oder warum sie meckert. Es ist ein sehr penetrantes Meckern bei Juna. Also es geht einem wirklich auf den Nerv. Also das ist in den Ohren auch richtig unangenehm, finde ich. Also so, das ist halt echt... Das geht einem wirklich auf den Nerv. Also man ist nicht direkt genervt vom Kind, aber so, das geht einem so in den Kopf. Das ist so, ja. Oder wenn Emil trödelt zum Beispiel, das ist auch sehr, sehr nervig. Ja. Aber wie wir schon ganz oft gesagt haben, ihr seht natürlich nur einen Ausschnitt aus unserem Leben quasi. Und das ist unser YouTube, nicht unser Leben. Genau, und es ist natürlich ziemlich realitätsnah, aber bestimmte Situationen kommen halt einfach nicht so rüber. Und wenn man jetzt ganz genervt ist, dann wollen wir das eigentlich auch nicht so zeigen. Ja. Wann schließt Franz sein Studium ab? Beziehungsweise hat er schon abgeschlossen? Hat sich Franz schon beworben? Will er dann in Vollzeit arbeiten? Will er dann in Teilzeit arbeiten? So viele spannende Fragen. Ja, also es war alles quasi in einer Frage, aber ich habe das mal so ein bisschen aufgegliedert. Also, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich bin jetzt soweit eigentlich fertig. Ich habe halt nur noch keine Urkunde, aber seit November arbeite ich auch schon. Mittlerweile auch Vollzeit und ja, das gibt es dazu zu sagen. Also, bewerben brauchte ich mich insofern gar nicht, weil ich... direkt übernommen wurde vom Praktikum. Ja, also, ja, ich habe ganz normal einen festen Job, arbeite Vollzeit und bin fertig mit Studieren. Gut, würdet ihr die Kinder gern länger zu Hause lassen, wenn ihr es könntet? War eine Frage. Also Juna ist ja jetzt schon um einiges länger zu Hause dann als Emil. Emil ist mit 10 Monaten in die Krippe gegangen. Es war okay. Da konnten wir wirklich. Aber da, ja... Das stand für uns dann halt auch so fest. Also wir haben uns dann dafür entschieden
Und damit haben wir das dann auch so gemacht. Und Juna geht im August in die Krippe. Das heißt, da ist sie ein Jahr und 3 Monate alt. Und ich weiß nicht, ob ich sie tatsächlich länger zu Hause behalten würde. Also maximal 2 Jahre. Das wäre für mich so die Obergrenze, sag ich mal, weil sie halt mit 2 Jahren dann in die Kita geht, wo Emil auch ist und ich das sehr gut finde. Aber ansonsten bin ich auch sehr zufrieden, so wie es jetzt ist. Dann haben wir einfach auch die Möglichkeit, noch weitere Kontakte zu knüpfen. Und ich glaube nicht, dass es, also ich denke, es wird ihr Spaß machen. Naja, natürlich könnte man Juna länger zu Hause bleiben. Weil eine andere Frage war auch, weil Anna ja sowieso zu Hause ist quasi. Natürlich ginge das. Ja, aber dann würde ich zum Beispiel auch nicht zum Arbeiten kommen. Genau. Und da muss man halt abwägen. Das ist schon eine coole Einstellung. Ja. Also ihr merkt es ja selber, ich komme hier zu Hause nicht so wirklich zum Arbeiten, wenn ich Juna den ganzen Tag hier habe. Deswegen ist es zurzeit auch so ein bisschen ruhiger um uns hier auf YouTube. Das war auch eine Frage, glaube ich. Einfach weil es weil ich mich dann halt auch mit Juna beschäftigen will und nicht die ganze Zeit nur da sein will und Videos bearbeiten und sowas. Möchte? Fehlt da noch was? Ich weiß auch nicht. Und auf jeden Fall ist das schwierig und ich freue mich aber auch drauf, mich dann eine gewisse Zeit am Tag, zumindest vormittags, wirklich wieder komplett auf die Arbeit konzentrieren zu können und ja. Ja, genau. Kann man den Kleinsten in einer Einrichtung wirklich gerecht werden, war eine Frage. Gerade aus Erzieher-Sicht hat irgendjemand, glaube ich, geschrieben. Also das muss man sagen, du bist keine Erzieherin, aber... Nee. Also kann man den Bedürfnissen der Kleinsten... Was heißt denn Kleinste? Also ich habe zum Beispiel kein Praktikum in der Krippe gemacht, sondern nur im Kindergarten. Das heißt, da sind Kinder von 2 bis 6 in einer Gruppe. Das sind auch sehr wenige Kinder. Und ja, da kann man auf jeden Fall den Kleinsten gerecht werden. Aber ich weiß halt einfach, ich habe 0 Erfahrungen damit, wie das ist mit wirklich mini-kleinen Babys. Da will ich auch nichts dazu sagen, weil ich damit keine Erfahrung habe. Aber wenn man es nicht... Also ich bin der Meinung, wenn man dem nicht gerecht werden könnte, dann würde man das nicht machen. Als Einrichtung. Könnte man das auch gar nicht machen. Es ist natürlich immer eine Frage, wie man die Prioritäten setzt. Wie lief die Eingewöhnung bei Emil? Ich glaube, dafür braucht man gar nichts weiter sagen, sondern da gibt es ein Video dazu, oder? Ja. Das können wir unten verlinken. Ein altes. Ja, aber... Also erschreckt euch nicht. Bei Emils Eingewöhnung. Ja. Gut. Weiter geht's. Wie geht ihr mit Hatern um? Also wenn sowieso alles falsch ist, das heißt... Den Kommentar habe ich gelesen, also habe ich ganz intensiv gelesen. Das heißt also, wenn es heißt, ja, die Kleidung ist ja so teuer, ihr stellt immer nur so teures Spielzeug vor, oder aber wenn es heißt, ja, ihr kauft nur bei gut und günstig, so ein Scheiß, kauft doch mal was Neueres, was Teureres und was Hochwertigeres und so. Also wie gehen wir damit um? Also, am Anfang fand ich das ganz, ganz schwer. Ich ärgere mich auch jetzt noch ganz oft darüber, also... ich weiß nicht, man versucht immer, es allen recht zu machen und man versucht, das irgendwie, diese Schiene hinzukriegen zwischen, nicht zu übertrieben, aber, zwischen nicht übertreiben, aber trotzdem so, reicht in Anführungsstrichen und irgendwie dieser Mittelweg, den gibt's auch irgendwie nicht. Also... Nein, man muss sich ja immer sagen, oder das sage ich immer zu Anna, wenn man sich jetzt vorstellt, da sind meinetwegen durchschnittlich bei einem Video 10.000 Zuschauer oder so, jetzt stell dir mal vor, du stellst 10.000 Leute auf einen Platz und versuchst jetzt jedem Mensch das recht zu machen. Es geht halt nicht. Natürlich sind die Erwartungen auch immer unterschiedlich und jeder setzt halt die Prioritäten anders und deswegen wird es immer jemanden geben, der da drauf rumhackt quasi. Und diese Hater in Anführungsstrichen, die gibt es sowieso immer. Das ist egal wo, egal ob das bei irgendeiner Zeitung ist oder bei irgendeiner Fernsehsendung oder was weiß ich wo. Es gibt immer diese Hater, die immer irgendwo ran meckern. Und von daher ist, glaube ich, das Beste, da einfach versuchen, soweit wie es geht, zu ignorieren und sein Ding durchzuziehen. Man soll die Trolle nicht füttern. Genau. Ist Emi eifersüchtig auf Juna? Ich würde sagen, manchmal eher umgekehrt. Dass Juna eifersüchtig ist, weil Emi schon so viel kann und sie nicht mitmachen darf. Ja. Also ich finde, Emi ist sehr selten eifersüchtig. Ja. Aber wir versuchen dem auch so gut es geht entgegenzuwirken und gar nicht erst irgendwelche Situationen entstehen zu lassen, wo er eifersüchtig sein könnte.
Und es funktioniert auch ganz gut. Also die zwei verstehen sich super, aber Emil ärgert sich hin und wieder halt, wenn Juna mit seinem Spielzeug spielt. Mm. Mm, danke für den Schnuller. Aber sonst verstehen die zwei sich super. Ja. Wie finden unsere Eltern, dass wir in der Öffentlichkeit stehen? Oder unsere Familien quasi? Das sollten wir sie vielleicht mal fragen. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Also ich würde sagen, es ist sehr gemischt. Also ja. Es wird sicherlich auch niemand so seine ganz ehrliche Meinung dazu sagen. Für viele, also nicht nur unsere Familie, sondern auch Freunde und Bekannte, die das irgendwann so rausgefunden haben, kann man ja sagen, ist es einfach schwer nachzuvollziehen. Ja. Weil es halt eine völlig neue Welt ist quasi. Und ja, kann man schon so sagen. Ja. Weil jemand, der dazu noch keinen Bezug hatte oder sowas und der sich nichts darunter vorstellen kann, für den ist es halt schwierig nachzuvollziehen. Also bei uns und viele sagen halt, oh, ganz gefährlich, weil Internet und so. Also ich glaube, es würde nie jemand sagen, ich will das nicht, höre damit sofort auf. Ich meine, erstens sind wir erwachsen, aber zweitens würde das halt auch so keiner sagen, glaube ich. Aber andererseits würde halt sich auch keiner sagen, boah, wie geil, cool, komm, wir unterstützen euch oder zeig mal her, was macht ihr da und lass mich mal gucken und erklär mir das mal und sowas. Also, ja. Ja. Also gemischt, würde ich sagen. Ganz okay einfach. Hat YouTube, beziehungsweise hat, dass wir so in der Öffentlichkeit stehen, einen Einfluss auf Freundschaften oder auf familiäre Beziehungen gehabt? Ja, also aber ich finde, das ist unvermeidbar. Das Schwierigste für mich ist der unterschiedliche Alltag. Also wenn jetzt halt jemand einfach meinetwegen noch in der Ausbildung ist oder schon arbeiten geht von unseren alten Freunden, dann hat der einen ziemlich geregelten Ablauf. Und bei mir persönlich ist das so, dadurch, dass ich halt keine festen Arbeitszeiten habe und ich offensichtlich für andere dauernd online bin irgendwo, wundern sich halt ganz viele, warum ich nicht schreibe oder reagiere oder sowas. Erstens vergesse ich das wirklich ganz, ganz oft und ich hasse das auch, aber ich kann es einfach leider auch nicht ändern. Mich vergesse ich auch ganz oft. Ja, ja. Und dann ist es halt auch einfach so, dass ich hier mit meinem Kind halt zu tun habe und dann lese ich vielleicht schnell die Nachrichten, dann denke ich, ah, ich antworte schnell, wenn ich Zeit habe. Und ja, dann können das vielleicht einige nicht verstehen oder sind dann traurig darüber. Oder ja, es gibt halt einfach auch Leute und Freunde, die das überhaupt nicht verstehen können, was wir da machen und die das total blöd finden. Und wo sich dann deswegen halt die Freundschaft dann einfach auch, wo wir dann die Freundschaft einfach beendet haben. Weil ich einfach das machen möchte, was mir Spaß macht und was ich einfach möchte. Und genauso gönne ich das den anderen auch, dass die das machen, was sie möchten. Und wenn sie damit nicht zurechtkommen, dann ist es sehr, sehr schade. Und natürlich ist es traurig, aber in dem Moment geht es dann halt einfach nicht anders. Und ja. Na, wenn das auch was du machst, nicht anerkannt oder respektiert wirst, dann ist das natürlich wie ein Schlag in die Fresse eigentlich. Also es ist ja genau, na was denn, ist doch so. Ja, das ist genauso wie wenn ich jetzt sage, was, du bist Krankenschwester, na so ein Scheiß, wer macht denn sowas oder so? Ich meine, da würde dann auch jeder sagen, ey, die respektiert oder erkennt das nicht an, was ich mache und dann lebt sich das halt auseinander. Mhm. Genauso kann man das ja jetzt nicht unbedingt nur an YouTube festmachen, sondern halt auch an den unterschiedlichen Lebensentwürfen. Also dadurch, dass wir ein Kind haben und viele andere von unseren alten Freunden quasi nicht, ist das ja zwangsläufig, dass das auseinander geht. Einfach weil man ganz andere Interessen und einen ganz anderen Alltag hat. Und naja, sowas. Und wir knüpfen halt auch neue Kontakte und genau. Es gibt dann halt einfach Leute, mit denen man dann zu diesem Zeitpunkt mehr Gemeinsamkeiten teilt, als mit den anderen Leuten. Und das ist aber ganz natürlich und so ist das in jeder Lebensphase. Ob man jetzt von der Grundschule auf die Sekundarschule oder aufs Gymnasium wechselt oder ob man dann in der Ausbildung oder ins Studium geht, das ist ja überall dasselbe. Auch wenn man umzieht, also... Das ist auch allein schon mit, wenn man zu drei Partys oder was weiß ich, Grillabenden oder sowas eingeladen wird und man hat halt ein Kind und sagt dreimal ab, beim vierten Mal wird man halt schon gar nicht mehr gefragt, weil halt dann schon die Erwartung ist, naja, der sagt wahrscheinlich sowieso ab. Und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, weil ich kann das ja absolut nachvollziehen. Ja. Und genauso wäre das bei mir auch. Also wenn wir jetzt Freunde, die noch keine Kinder haben, zum dritten Mal zu unserem Kindergeburtstag einladen und die sagen, du, pass auf, ich will nicht mehr kommen, weil ich habe davon nichts. Ich weiß nicht, was ich da soll und sowas, dann kann ich das genauso nachvollziehen. Und ja, das ist halt einfach so. Und ich finde, wenn man da irgendwas erzwingen muss, dann ist es genauso sinnlos. Ja. Nächste Frage. Jetzt zum Thema Kinder quasi.
kommt ein drittes Kind, beziehungsweise wie viele Kinder werden wir maximal in unserem Leben haben wollen? Beides also, eigentlich Fragen, die wir nicht wirklich beantworten können. Also minimal zwei. Maximal fünf. Fünf? Nicht? Vier? Drei? Zwei? Ich weiß nicht, das ist ich was... Ich sag halt maximal. Ich meine, wir werden wahrscheinlich in unserem Leben nicht mehr als fünf Kinder haben. Nee, das stimmt. Wir beide. Nein. Also wir zwei zusammen. Man kann ja nie wissen, was noch kommt, aber... Genau, das ja. ist, also man kann nie wissen, was noch kommt. Und das ist ja. was, was irgendwie ständig wechselt. Also wir sind weder so, dass wir sagen, wir wollen unbedingt noch ein Kind oder mehrere. Und wir sind aber auch nicht so, dass wir sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Also es ändert sich ja immer wieder. Das sagen wir auch immer wieder im Alltag, dass es Situationen gibt, weißt du, wenn die Kinder gerade schön schlafen oder so oder total lieb sind und du bist da in völliger familiärer Idylle, dann sagst du dir, oh, ist das schön und wollen wir nicht noch ein Kind oder wenn man halt total stolz ist auf irgendwas. Aber dann gibt es halt eben genauso die nervigen Situationen oder so oder stressige Situationen im Alltag, wo man sich sagt, oh, jetzt noch ein Kind, ganz schön schwierig. Und dann gibt es eben auch so verschiedene Meinungen dazu. Also manche sagen, ey, Kinder, ist das Nonplusultra quasi. Mhm. Und natürlich ist es schön und so. Aber andererseits gibt es auch Leute, die sagen, ja, Kinder sind toll, aber ich freue mich auch wieder auf mich, auf mein normales Leben quasi, wenn die Kinder erwachsen und selbstständig sind und die dann sagen, lieber habe ich zwei Kinder und konzentriere mich dann voll auf diese zwei Kinder und auf alle Phasen, die diese Kinder durchlaufen. Dann jetzt noch so ein paar... Ja, so ein paar Fragen zu unserer Beziehung quasi, zu unserem Leben generell. Jetzt wird's interessant. Was ist uns voreinander peinlich? Oh Gott. Gibt es Sachen, die wir nicht voreinander machen? Ja, ich würde niemals... Also wir würden gegenseitig niemals voreinander auf Toilette gehen. Sowas machen wir nicht. Wir pupsen auch nicht voreinander. Nee. Mittlerweile darf ich nicht mal mehr rülpsen. Oh, ich finde das ganz furchtbar. Das ist für mich wie pupsen. Nee, aber es gibt also Dinge... Nee, das geht nicht. Nee, also ich kann das immer nicht nach. Also mir kribbelt es da schon immer, wenn irgendein anderes Pärchen uns halt erzählt, auch, also wir finden das überhaupt nicht peinlich, wenn der eine sich gerade fertig macht und der andere geht halt nebenbei zur Toilette. Oh Gott, nee, das könnte ich nie. Das könnte ich einfach nicht. Nee. Ich weiß auch nicht, ob das was mit Vertrauen oder sowas zu tun hat, aber ich glaube eher nicht. Das ist einfach nur Schamgefühl. Oh Gott, wenn das was mit Vertrauen zu tun hat, dann vertrauen wir uns nicht. Ja. Ja, also das sind so Sachen, die wir auf keinen Fall voneinander machen. Und ich kann zum Beispiel nicht schreiben, wenn du zuguckst. Ja, also, das ist auch bei mir gestern schwer. Das hat mir gestern, ich hab so einen Blogbeitrag geschrieben und Anna setzt sich so, kommt so ins Zimmer rein, setzt sich neben mich, guckt so auf den Laptop und liest so mit und ich sag so, ich kann nicht, wenn du guckst. Ja. Das ist halt wirklich so. So ist das bei mir aber auch mit dem Videos drehen. Das ist immer ganz komisch, weil man sich sofort so kontrolliert und beobachtet fühlt und dann kann man nicht mehr frei denken. Gut. Als wäre ich übelste Hexe. Nächste Frage, Heirat. Was haben wir auch schon erzählt? Wollt ihr heiraten? Wie wichtig ist euch das? Wir wollen auf jeden, also ich will auf jeden Fall heiraten. Es steht für uns eigentlich fest, dass wir irgendwann mal heiraten. Ja. Aber keine Ahnung wann, also nicht jetzt. Also was heißt nicht jetzt? Ich würde auch jetzt heiraten. So ist es nicht, aber das Problem ist immer noch, dass Anna was ganz Besonderes von mir erwartet, das weiß ich einfach. Also sie würde jetzt nicht akzeptieren, dass ich mich jetzt hier hinsetze und sage, willst du mir? Das würde sie total blöd finden. Ich würde trotzdem ja sagen. Ja, trotzdem würdest du es total blöd finden. Ja, weil das ist für mich halt doch noch was Besonderes. Also, so, und das heißt aber, dass ich mir übelste Gedanken machen muss. Ich bin, glaube ich, der unkreativste Mensch dieser Welt. Das stimmt. Und ich muss mir dann da Gedanken machen, ich muss das irgendwie umsetzen. Und das braucht ja Zeit ohne Ende. Und die hatte ich jetzt gerade in der letzten Zeit, die sehr turbulent war und sowas halt nicht. Und deswegen, vielleicht kommt es ja irgendwann bald mal. Ansonsten, wie wichtig ist uns das? Also, schon wichtig. Ja. Ich meine, denk mal an die Steuerersparnis. Oh, echt jetzt? nein, also ich finde das schon wichtig, dass man als Familie halt zusammen, also auch auf dem Papier quasi zusammengehört. Mhm. Ansonsten glaube ich nicht, dass das so viel Unterschied macht. Ja. Aber, es ist schon wichtig. Ja. Doch. Urlaubsplanung. Wie sieht unsere Urlaubsplanung für dieses Jahr aus? Also. Komplett durchgeplant? Ja. Und zwar fahren wir die letzten beiden Mai, also wir fahren Ende Mai. Ende Mai. Für zwei Wochen. Genau, nach Südfrankreich. Frankreich. Ans Mittelmeer quasi. Oh, darauf freue ich mich so. Dort wollen wir uns mal so ein bisschen an das Camping rantasten. Also wir sind nicht. Also ohne Zelt. Ja, wir sind nicht direkt so wirklich zum Campen da, sondern wir sind halt auf einem Campingplatz. In einem Mobilheim, genau, kennt ihr das? In einem Mobilheim, das heißt auf ganz engem Raum, aber trotzdem. Ja, trotzdem komfortabel, sag ich mal. Also es ist der erste Schritt ins Camping. Vielleicht ich finde, es ist wie ein Bungalow auf dem Campingplatz.
Ja, so ein bisschen. Also, es ist wie ein Wohnmobil ohne Räder, glaube ich. Ja, ja, so kann man sagen. Ja. Vielleicht ist das der erste Schritt daran, dass wir vielleicht irgendwann mal mit dem Wohnmobil irgendwo hinfahren oder so. Durch Deutschland. Ja. Cool. Aber mal gucken. Jedenfalls machen wir das erstmal jetzt Ende Mai. Das steht als erstes an. Und da, das... Entschuldigung. Und da werden wir auch verschiedene Videos dazu drehen. Ihr könnt uns also sehr gerne mal sagen, was euch da interessiert. Ob ihr wissen wollt, was wir für, wie wir Koffer packen, also was wir mitnehmen, wie wir hinkommen und sowas alles. Es wird auf jeden Fall Follow Me Arounds von da geben, das ist ja klar. Aber so in Vorbereitung würde mich auch interessieren, ob euch da was interessiert. Dann jedenfalls in den Sommerferien sind wir wieder im Oma-Urlaub an der Ostsee. Das wird wieder mal. So schön. Und, also das halt nur für eine Woche und... Das war's. Ja, das war's dann eigentlich schon, ja. Also, was ich auf jeden Fall möchte... Es sind ja 3 Wochen Urlaub, das reicht eigentlich so. Der Rest verteilt sich dann über Weihnachten. Was ich auf jeden Fall möchte, dieses Jahr einmal nach Köln einen Städtetrip machen. Und das? Weil ich noch nie in Köln war. Ich möchte einfach einmal nach Köln dieses Jahr. Aha. Ja. Gut zu wissen. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Könnt ihr euch vorstellen, einen Wochenendtrip ohne Kinder zu machen? Nein. Also jetzt gerade nicht. Okay. Ich du schon, mir, ja? Ich könnte mir das vorstellen. Nee, ich nicht. Ja, nee, aber mit Juna ist sicherlich noch schwierig. Das, also ich würde mir nur Gedanken machen, also ich würde mir keine Sorgen um die Kinder machen, sondern ich würde mir nur Gedanken machen... Sorgen um die Betreuenden. Wie, ja, wie und meinetwegen, wenn unsere Eltern aufpassen, wie, ob die vielleicht jetzt gerade die ganze Nacht nicht schlafen können, weil Juna weint und... ob sie sie nicht beruhigen können und ob Juna einfach nur ihre Mama braucht und ich vergnüge mich da. Oh nee, das könnte ich nicht. Nee, dafür ist sie mir noch zu klein. Thema Auswandern. Könnten wir uns vorstellen, auszuwandern irgendwann mal? Nicht für immer. Ist ja gerade ein ganz großes Thema auf YouTube irgendwie. Nicht für immer, glaube ich. Kommt ganz drauf an. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das einmal macht und irgendwo hingeht, dass man sich dann sagt, ich will nicht wieder zurück. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, für einen Monat irgendwo zu sein. Mal. Einfach um das mal, also das wünsche ich mir eigentlich sogar, für einen Monat mal woanders zu sein, in einem anderen Land, also ganz anders. Ich weiß nicht, wenn ich dann sagen würde, ich will woanders hingehen, weil es da für mich vielleicht schöner ist oder ein leichteres Leben ist oder keine Ahnung was, dann würde ich mir immer irgendwie auch im Hintergrund Vorwürfe machen oder Gedanken machen, dass ich irgendwen im Stich lasse. Also ich finde das irgendwie... so schön und ich bin so glücklich darüber, dass wir noch so einen großen Teil von unseren Familien haben, dass unsere Kinder mit ihren Urgroßeltern sogar aufwachsen können. Das finde ich ist ein so großes Geschenk, dass ich das auch irgendwie nutzen möchte. Also, weißt du wie? Also, ich finde das super schön, dass wir unsere Familien so relativ nah bei uns haben, dass wir sie häufig sehen können und ja, solange das noch geht, möchte ich das auch nutzen. Ja, aber so grundsätzlich, also wie gesagt, ich hätte schon Lust, mal für eine längere Zeit woanders zu sein. Aber ich kann es mir jetzt gerade in der Situation nicht für immer vorstellen. Ja. Mach's das. Jetzt kommt Juna an. Juna kommt wieder. Patsch, patsch, patsch. Na, und das Video ist damit vorbei. Genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir stellen dann wieder Fragen, wenn ihr Fragen stellt. Tippt einfach eure Fragen in, oder so, genau, in die Kommentare. Ja, und wir nehmen die dann auf beim nächsten Mal. Ja. Und wir haben über ein neues Format in Anführungsstrichen nachgedacht. Und zwar FKK. Franz kommentiert Kommentare. Weil Franz einfach super gerne die Kommentare liest und am liebsten überall seinen Senf dazugeben würde. Und es gibt halt auch wirklich ganz viele von euch schreiben super konstruktive Kommentare, wo man einfach im Prinzip mal länger drüber sprechen könnte. Und deswegen wollten wir einfach mal fragen, wäre das denn was für euch, sozusagen euch mal mit Franz zu unterhalten, so über bestimmte Themen, die jetzt einfach vielleicht für dich besser zu erklären sind oder die dich mehr ansprechen oder sowas. Ich bin dann immer zu faul, um das einzutippen. Ja. Deswegen denke ich mir dann, jetzt könnte man was dazu sagen. Man könnte das dann halt auch irgendwie so machen, dass du das Video machst und im nächsten Video kommentierst du dann halt meinetwegen irgendwelche Kommentare unter dem ersten Video. Dass das so eine fortlaufende Aktion ist und sich da immer das alles so ein bisschen aufeinander aufbaut. Also vielleicht habt ihr daran ja Interesse, sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Aber damit war es das jetzt wirklich von uns. Ja. Wir holen jetzt den Emil ab aus der Kita und dann machen wir uns noch einen schönen Nachmittag. Juna hat irgendwas im Mund, was sie nicht im Mund haben sollte. Du alte Nuss. Ciao. Tschüss. Was hast du da?